Die heutigen US-Inflationsdaten, PCE, haben im Grunde das bestätigt, was wir ohnehin schon wussten, nämlich, dass die Inflation hartnäckiger ist, weswegen die Fed die Zinsen höher anheben muss, als von den Märkten bisher erwartet und auch die Zinsen länger dort oben lassen muss. Naja, wenn ich sage, von den Märkten erwartet, dann stimmt das nicht ganz von den Anleihemärkten und den Devisenmärkten, aber nicht von den Aktienmärkten. Dementsprechend sind die natürlich ein bisschen verschnupft. Der S&P 500 kämpft jetzt mit seinem Aufwärtstrendkanal, der seit Oktober letzten Jahres, als der S&P 500 bei 3500 Punkten ein Tief gemacht hatte. Die Frage ist, wie geht dieser Kampf aus? Gewinnt er den? Verliert er den? Es ist ein harter Kampf und auf der Pusher-Seite könnte man sagen, stehen die Privatanleger mit ihrem FOMO, Fear of Missing Out, und wie die ganze Konstellation jetzt gelagert ist, das versuche ich in diesem Video kurz zu zeigen. Die US-PCE-Inflation sowohl zum Vormonat höher als erwartet, als auch zum Vorjahresmonat, auch in der Kernrate zum Vormonat und zum Vorjahresmonat, und der Vormonat wurde jeweils sowohl bei der Kernrate als auch bei der Nicht-Kernrate ziemlich deutlich nach oben revidiert, also ein ziemliches Worst Case eigentlich in Sachen Inflation für die Märkte. Denn das war noch deutlich heißer, als man ohnehin schon erwartet hatte, wie heiß diese Inflationsdaten sein würden. Und wenn man sich die Daten mal anschaut, dann haben wir praktisch in allen Kategorien einen Anstieg zum Vormonat. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es sinnvoll war von Jerome Powell, dieses Wort der Disinflation so oft zu gebrauchen. Er hat schon die Inflation als transitory bezeichnet, dann gemerkt, hups, das ist nicht der transitory. Dann hat er ein bisschen panisch reagiert und jetzt hat er gedacht, okay, jetzt haben wir das Ding schon wieder vorbei. Das Wort der Disinflation ist das neue Transitory und damit sind die Financial Conditions gelockert worden. Damit wiederum ist die Nachfrage angezogen, damit sind die Inflationskräfte wieder erwacht, könnte man sagen. Also hat auch Powell eine gewisse Schuld an dieser ganzen Geschichte. Und hier schauen wir uns mal die Fed-Swaps an, die jetzt drei Zinsanhebungen fest einpreisen, März, Mai und Juni. Und warum? Weil vor allem auch die Daten, die dann gleich mitgeliefert werden mit dem PCE-Inflationsdaten, nämlich die Personal Income und Spending-Daten, vor allem was das Spending, also den Konsum betrifft, die Ausgaben der Amerikaner, deutlich über der Erwartung lag. Also das ist das Problem jetzt, dass die Nachfrage eben ganz stark ist. Das haben wir in den Einzelhandelsumsätzen schon gesehen. Das setzt sich hier fort in diesen Daten. Dementsprechend reagieren die Märkte. Die Fed Terminal Rate Expectations, also die Erwartung der Fed Fund Futures, wo der Zinsgipfel denn dann liegen würde, ist nach oben geschossen. Ebenso die Rate Hike Odds für die verschiedenen Monate. In Deutschland hat das auch Auswirkungen gehabt. Das ist ja dann global. Wir sehen etwa die zweijährige deutsche Anleiherendite über 3% gestiegen, das erste Mal seit dem Jahr 2008. Und hier sehen wir nochmal diese einzelnen Inflationskomponenten, aber hier sehen wir vor allem die Wahrscheinlichkeit, wie jetzt in der März-Sitzung der nächste Schritt der Fed sein wird. 67%, es wird 0,25%, aber 33% die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass die Fed die Zinsen im März um 0,5% anhebt. Vor einer guten Woche lag die so gut bei 0, könnte man sagen, oder ja, vor knapp 2 Wochen. Und das zeigt, dass Paul hier einen maßgeblichen Fehler gemacht hat mit seiner permanenten Nennung der Disinflation. Er ist im Grunde von einem Paul Volcker zu einem Arthur Burns geworden und macht denselben Fehler wieder, den Arthur Burns damals schon gemacht hat, um dann wahrscheinlich die Rechnung dafür zu bekommen, um dann die Zinsen noch stärker anheben zu müssen, zumal wir, wenn wir uns die Daten wieder nochmal genau anschauen, das, was die Fed immer wieder gesagt hat, worauf sie besonders achtet, nämlich den Service-Sektor ex-Shelter, also ohne den Immobilienbereich. Und hier sehen wir, da ist es deutlich nach oben gegangen, auch bei den Core Goods, also bei den Gütern,
Da hatten wir ja wirklich zwischenzeitlich eine Disinflation gesehen, aber das ist jetzt auch wieder Inflation, geschweige denn eben der Service-Sektor ohne Housing. Und das ist, wenn die FED sich selbst ernst nimmt, natürlich ein echtes Handlungsmotiv, jetzt doch ein bisschen mehr Gas zu geben bei den Zinsen, kombiniert mit eben den Konjunkturdaten, die wir gesehen haben. Erzeugerpreise, Einkaufsmanager-Indizes, hast du nicht gesehen, das alles bringt die FED unter Druck, die Zinsen weiter anzuheben. Und das hat vielleicht auch Jamie Dimon gemeint, der Chef von JP Morgan, als er gestern in einem CNBC-Interview gesagt hat, also ich vermute, dass die Zinsen höher als 5% steigen werden, vielleicht sogar bis in den Bereich von 6% und möglicherweise für längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben müssen. Und er hat auch gesagt, die Fed hat lost a little bit of control of inflation. Also die hätte die Kontrolle verloren über die Inflation. Das ist der ziemlicher Klartext, der hier gesprochen wird. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Fed selber an. Jetzt eine neue Studie der Fed, die davor warnt, dass eine Rezession kommen wird. Warum? Weil die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte so hoch bewertet sind, dass wenn die Zinsen eben weiter steigen, hier Luft aus diesen Bewertungen gelassen wird, sowohl bei den Aktien als auch bei den Immobilien. Und dann kommt eben eine Rezession. Also die Fed selber scheint hier zumindest doch zu ahnen, was da kommen könnte. Die Frage ist, was riskiert man jetzt? Lässt man die Inflation laufen oder riskiert man, dass es doch ziemlich herb an den Märkten zur Sache geht? Ballard ist ein Vertreter, der glaubt, wir können die Zinsen weiter anheben und bleibt trotzdem alles gut, Soft Landing. Das hat er heute nochmal gesagt und begründet damit, naja, im Vergleich zu den 1970er Jahren hat die Fed doch jetzt eine viel höhere Glaubwürdigkeit. Ich muss sagen, ich habe selten so gelacht, als ich das gelesen habe, was der Ballard da gesagt hat. Das ist schon ein ganz großes Kino. Wer die Inflation so ignoriert hat, und das war ja wirklich eigentlich kaum zu übersehen, was da passiert, mit dem Anstieg der Erzeugerpreise vorher und so weiter und so fort, der meint jetzt, da wäre noch Glaubwürdigkeit vorhanden. Loretta Mester sieht das anders in Sachen Soft Landing. Die sagt ja, wir enden meistens in einer Rezession, wenn dann wirklich die Disinflation beginnt, also wenn die Inflation wirklich zurückkommt, weil eben die Geldpolitik so straff ist, dann kommt es zu einer Rezession und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es diesmal anders wäre. Kommen wir jetzt mal nach Europa zur EZB. Dort tobt ein Kampf, der immer klarer wird. Wir hatten vor zwei oder drei Tagen war es Villeroy, den französischen Notenbankchef, also ein Franzose, dessen Land massiv verschuldet ist, vor allem die Unternehmen sind massiv verschuldet, der Staat ist stark verschuldet, auch die Konsumenten sind moderat, aber immerhin auch ganz ordentlich verschuldet. Der meinte, naja, die Zinspolitik ist doch schon restriktiv genug, Subtext, wir werden vielleicht gar nicht mehr groß die Zinsen anheben müssen. Nagel, der deutsche Bundesbankchef, hat heute gesagt, ja, so wie es aussieht, müssen wir auch nach dem März, wenn dann die EZB nochmal um 0,5% die Zinsen anheben wird, weiter straffen, also weiter die Zinsen anheben. Und schauen wir uns doch mal die EZB-Bilanz an. Die ist jetzt um immerhin 728 Milliarden Euro zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist schon ein Schnaps. Wir sehen also, Geld ist nicht mehr so üppig vorhanden, Liquidität ist nicht mehr so üppig vorhanden. Das ist ja mein Argument, schlichtweg zu sagen, also wir haben es nach wie vor mit Bärenmärkten zu tun, weil Liquidität verknappt wird. Die Fed reduziert ihre Bilanzsumme, allein 50 Milliarden Dollar in der letzten Woche. Die EZB tut das, die Zinsen steigen weiter. Jetzt kommen andere und sagen, ja, aber China, klar. Die stimulieren, aber dieses Geld verbleibt im chinesischen Kreislauf weitgehend. Da haben die westlichen Finanzmärkte nichts davon. Die sind von Liquiditätsentzug betroffen. Und in dieser Situation haben wir wieder richtig FOMO. Schauen Sie sich hier mal solche Titel an. Retail Traders go bust as speculation inevitably goes wrong. Also diese Spekulationsparanoia der Retail-Investoren ist besonders krass und ist jedes Mal gescheitert. Letztendlich ist es immer nur eine Frage der Zeit. Die Leute gewinnen, 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 dann werden die Einsätze immer höher und plumps. Dann kommt der herbe Einbruch an den Märkten und sie verlieren in der Regel alles. Deswegen finde ich das auch nicht besonders glücklich und unterstütze das nicht, weil im Endeffekt verlieren die meisten Leute sehr viel Geld. Die wenigsten, die frühzeitig die Reißleine gezogen haben oder rechtzeitig, die schaffen es dann aus der Nummer gut rauszukommen. Ray Dalio hat gesagt, ja, das Problem
das die meisten Investoren haben, dass sie glauben, dass die Vergangenheit in die Zukunft fortgeschrieben wird, dass also Aktien, die besonders gut gelaufen sind, auch in Zukunft gut laufen. Aber faktisch ist es so, dass diese Aktien, die bereits gut gelaufen sind, dann eben auch sehr teuer sind und dementsprechend ein Bewertungsproblem haben. Und was wir derzeit wieder sehen zum Beispiel, ist, dass Retail-Investoren natürlich über Optionen reingehen, aber auch physisch eben Aktien kaufen. Was ist die meist geliebte Aktie bei den Retail-Investoren? Tesla, ein Wert, der extremst teuer ist, der sehr gut gelaufen ist mit der ultralaxen Geldpolitik, der aber perspektivisch mit einer rigiden Geldpolitik nicht mehr gut laufen wird, weil eben die Bewertungsfrage sich dann stellt. Hier sehen wir mal diese Retail-Investoren, wie sie reinbuttern in die Märkte. Booms, wir wollen rein, wer hat noch nicht, wer will. Da ist eine extreme Frenzy wieder zu beobachten bei den Retail-Investoren. Auch das für mich ein Zeichen, dass wir es nach wie vor mit einem Bärenmarkt zu tun haben. Hier nochmal in diesem Chart von capital.com, meine Damen und Herren, sehen wir den S&P 500 seit Oktober, diesen Aufwärtstrendkanal. Da sind wir durchgebrochen, dann im Gefolge der PCE-Daten, haben dann versucht, wieder uns da ranzupirschen an diese Trendkanallinie, die so ungefähr bei 3.970, 3.960 verläuft. Ich hatte heute Morgen das getitelt, können die Bullen den Gegenwind von Dollar und Renditen standhalten? Die 10-jährige US-Anleiherendite jetzt wieder deutlich gestiegen auf 3,96%. Anderes Thema, das ja auch ein Inflationstreiber nach wie vor ist, ist der Ukraine-Krieg. Heute ein Jahr ist es jetzt her, ein trauriges Jubiläum. Hier sehen wir mal den 6. März 2022, also den 21. Februar 2023. Am 6. März besetzten die Russen 20% des ukrainischen Territoriums. Jetzt praktisch haben sie 18%, es hat sich ein bisschen verlagert. Vor allem Donbass und eben hier die südöstliche Ukraine. Dagegen diese Gegend im Norden, Charkow etc. etc. ist weitgehend jetzt nicht mehr besetzt. Faktisch haben wir es aus meiner Sicht mit einem Art Stellvertreterkrieg zu tun zwischen den Westmächten und ihren Verbündeten, Japan, Australien, was noch da in Asien mit dranhängt, und eben Russland, vor allem China und Iran. Der Iran bekanntermaßen liefert ja schon Drohnen an die Russen. Wahrscheinlich ist China schon länger viel aktiver dabei, auch diesen Krieg zu unterstützen für die Russen. Dementsprechend ist das eine sehr, sehr gefährliche Situation und irgendwie scheint es da keinerlei Ausweg zu geben. Deswegen ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass dieser Krieg länger andauern wird und eben immer in der Gefahr ist zu eskalieren von einem Stellvertreterkrieg. Also ein Krieg, der eigentlich zwischen den USA und China perspektivisch irgendwie kommen dürfte. Der wird jetzt schon mal ein Stück weit vorexerziert. Natürlich haben die Russen ihr eigenes Trauma, die Implosion ihres Weltreichs, könnte man sagen. Das lässt keine Nation kalt. Wenn du mal was Besonderes warst, wenn du das Sagen hattest und jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann wünschst du dir diesen Zustand wieder zurück. Das verkörpert Putin auf geradezu idealtypische Weise, weswegen die Zustimmung in Russland zu Putin nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Also das ist sozusagen der Phantomschmerz des untergegangenen Weltreichs, und die Amerikaner wiederum, die buttern natürlich viel rein in diesen Krieg, jetzt schon mehr Geld reingeflossen, oder wir sind dabei jetzt mehr, oder die Amerikaner sind dabei, mehr Geld da rein zu pumpen, als der Krieg in Afghanistan sie gekostet hat. Das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und wenn wir nochmal zu diesen machtpolitischen, geopolitischen Blöcken kommen, dann sehen wir mal hier, wie haben sich die Wirtschaften der verschiedenen Nationen in Relation zur US-Wirtschaft entwickelt. China maßgeblich aufgeholt natürlich. Bums ist jetzt über 70% der amerikanischen Wirtschaft. Japan deutlich verloren, Deutschland auch verloren. Indien deutlich zugelegt, Indien vielleicht neutral in diesem Bereich, aber auf jeden Fall nicht dem Westen eindeutig zugeneigt. Wir sehen das also im Prinzip Europa verloren hat oder verliert. Wir sehen, dass Japan verloren hat. Wir sehen, dass China gewonnen hat. Aber China hat seine eigenen großen Probleme. Das zeigt sich etwa jetzt heute, wenn man so will, im Mikrokosmos Alibaba. Die Zahlen doch ziemlich enttäuschend. Und die Rallye beim Hang Seng jetzt auch vorbei ein Stück weit oder zumindest jetzt erstmal abgeebbt. Warum? Weil schlichtweg die Erwartungen, die Hoffnungen der Finanzmärkte übertrieben sind, dass dann alles ganz schnell wieder nach oben geht in China, der Konsum anspringt etc. Das wird nicht der Fall sein.
aus verschiedenen Gründen, die ich schon öfter benannt habe, auch in Deutschland, hatten wir heute die Abwärtsrevision des vierten Quartals 2022, minus 0,4%. Wenn wir jetzt ein negatives Quartal bekämen, im ersten Quartal 23, wäre das technisch bereits eine Rezession. Und wie die Dinge gelagert sind an den Märkten, was passiert, wenn Liquidität knapper wird? Dann werden Bewertungsfragen gestellt. Das gilt für Aktien, das gilt aber vor allem auch für Immobilien. Die ohnehin angeschlagene Credit Suisse kappt jetzt Ausschüttungen aus einem ihrer Immobilienfonds. Das erinnert mich so ein bisschen damals an die US-Hausblase, als auch dann, ich weiß nicht, was Bear Stearns, glaube ich, gesagt hat, ihr könnt jetzt kein Geld mehr aus unseren Immobilienfonds abziehen. Wir sehen das in Deutschland etwa: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe minus 23% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber klar, stellen sich Bewertungsfragen. Damit sagen sich Investoren: Ups, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich will raus. Wenn alle raus wollen durch eine enge Tür, dann wird es eng. Aber die Zinsen, die so stark gestiegen sind, machen die ganze Geschichte natürlich schwierig. Deswegen erste Empfehlung: Immobilienfonds mit Abwertung, viele Rücknahmeforderungen. Hochinteressant, was da derzeit passiert. Wie gesagt, das könnte so der nächste Unfall in Zeitlupe sein, der Immobiliensektor. Und zweite Empfehlung, BASF, dessen Chef Bruder Müller gesagt hat, wir sind hier nicht mehr wettbewerbsfähig in Europa. Jetzt sagen manche, ja, die sollen ruhig gehen und so weiter. Ja, aber es ist ein Chemiekonzern, der extrem wichtig ist. Es wird wahrscheinlich ein Fehler sein, sich verstärkt in China zu engagieren, denn das wird früher oder später ein echtes Problem aufgrund dieser Blockbildung. Aber Chemie ist in allen Dingen drin, auch in Medikamenten. Das scheinen viele nicht so richtig zu kapieren, was das bedeutet. Da fallen Arbeitsplätze weg, da wird in Deutschland nicht mehr produziert. Da werden wir dadurch wieder abhängiger. Das ist im Grunde ein Drama. Also das ist die zweite Artikelempfehlung. Jetzt wünsche ich allen ein entspanntes Wochenende und sage Servus und Ciao.